So, yeah. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Was war das noch? Yu-Gi-Oh! Genau, Pokémon Feuer. Ach nee. Grün. Let's Play Yu-Gi-Oh! Pellkartoffeln. Pellkartoffeln. Alter, Pierre, fall nicht hin. Hey, ganz cool. Ja, ich nehm zwei. Du bist das echt? Ja, ja. Ich nehm zwei. Der, das ist unten, Bene. Sehr, Bene. So. Beweg. Immer noch im harten Kampf hier gegen das Kleinstein. Wir sind ganz kurz vorm Verlieren, aber konnten uns Ruder gerade noch umreißen. Ja, weil ich jetzt übernommen hab. Nee. So, wo kommen wir jetzt überhaupt hier gerade her? Da kommst du her. Du musst irgendwie nach oben gehen. Ja. Colin ist in die andere Richtung gegangen. An den Bällen vorbei. Genau, irgendwo hier sind wahrscheinlich die Bälle. Du gehst gerade voll zurück? Also. Na und? Meine Entscheidung. Deswegen kam auch kein... Du hättest mal Schutz kaufen sollen, Steffen. Ah, Pokémon, ja, ja. Gewürze regieren die Welt. Ich dachte Geld. Jawohl. Ach ja, aber du wirst Screw the rules, I have money. Und Pokéball? Oh, oh. Scheiße, ich hab ein Problem. Bei mir gibt gleich 6 Sonderbonbons. Hier bleiben wir jetzt stehen, jetzt haben wir 6. Ja, dann machen wir einen Level. Nein, mach ich noch nicht, weil... Weil? In einem Kampf... Ja, mein, ich glaube, das Level jetzt. Jetzt kann man die bestreuen. So, wir sind nämlich vorher Pillen, deswegen heißen wir auch Pillkartoffeln. Mm. Und dann entwickeln wir das mal eben schnell. Ja, so hat's erschienen, yes, man. Nassschweif, was war das? Das ist noch? Starke Wasserattacke. Wow, nice. Ja, nein, vielleicht ein bisschen. Mach Tackle doch weg oder so. Ja. Nicht Tackle wegmachen. Wozu brauchen wir 3 Wasserattacken? Weil wozu brauchen Wasser wir Tackle? Regiert die Welt. Wir haben Biss. Gibt am meisten Wer weiß, vielleicht ist da irgendeine Situation. Mit 95 Genauigkeit 100, das ist viel besser. Aber du meinst, alle dafür, dass wir Tackle weghauen? Nein. Ja. Tackle weg, mein Herr, Tackle ist scheiße, weg mit dem Mist. Wozu brauchen wir 3 Wasserattacken, Junge? Ja, wozu brauchst du Tackle? Das ist ein Wasser-Pokémon! Genauso wie man keine Tackle hat man einfach immer weggenommen. Ah, Bene hat schon mal Sack gesagt, das kann ich dann nachher zusammenschneiden, jetzt sag ich noch Balls. Oh, und dann schneide ich das einfach zusammen, dann sagt Bene Sack und ich Balls. Das kommt irgendwie schwul rüber. Fängt ja gerade mal so auf. Schädelwumme! Sei bloß ruhig, du Luftballon. Weg mit Luftballon. Nassschweif. Vom ja. Zack, mit Luftballon. Okay. Wow. Hä? Hey, muss man nicht erst... Ruhe. Oha. Na? Es kann sich noch nicht entscheiden. Und B. Blastoise. Juhu, wir haben Totok. Hammer geil. So, den letzten. Superschutz. Wir haben Superschutz, Colin. Der letzte ist Azuka Saber. Und geht auf Trips. Oh, mit der Pumpe. Waren wir hier rechts schon? Hier links? Da kommst du. Da, hin. Guck, ich guck mal da nach oben, Colin. Oder nicht? Da ist ein Pokéball. What the fuck? Oh, noch ein Sonderpompom. Alter, das ist geil. Hier geht's auch noch weiter. Ich glaube, gleich sind wir ganz oben. Vielleicht hier ist ein Ausgang. Schon. Ja, ich schätze, das ist dann schon der... Nee, dann gehe ich mal wieder runter. Gute Idee. Hui. Oh, Kämsi, Gipfel, Kästi, wow. Ich werde jetzt irgend so ein Dratini oder so. Boah. Wow. Ein Enton, das ein Drachenkuss. Boah, nee, ein Dreikfaser. Was ist das für ein Geräusch? Wow. Das klingt wie so ein Das hebt jetzt ab, wie ein Flugzeug. Wahrscheinlich. Wie so ein Computer, der angeht. Hä, wo bin ich? Musst du beide sprechen. Wenn der Buch und Oscar, wo wollen wir gleich stimmen? Oh, Mike, hätte dir. Oh, lieber Drachen. Jetzt etwa hart mit dem nee. Geil! Okay, ganz langsam. Na was? Das war Maike. Erst mal wieder nach oben gehen. Ich war wieder. Alles klar, dann schade, das ist so viel zum Grafen. What the fuck? Warum war da gerade schwarzer Bildschirm und so? Weil das ist Bug und so. Bam. Mit Sing nur sucht uns heim. Alles klar, also jetzt wieder abhauen. Super. Diesmal kannst du ja den Weg gehen, den wir nicht gegangen sind. Und zwar? Wo Colin aufgehört hat, nach rechts. Von da bin ich gekommen. Was? Immer noch. Gar nicht mehr. Los, Turtok, jetzt trainieren wir schon super, wieder. Super, super hart. Das war das Pokémon, was ich als allererstes nur trainiert habe. Und dann habe ich gesehen, oh, ich verkacke nur noch gegen Gary. Verdammt, ich sollte mehr Pokémon trainieren. Echt? Einmal, nie wieder. Ich habe immer auf der Siegestraße ganz viele Pokémon einfach auf hohem Level gefangen und damit dann die Pokémon-Liga gemacht. Ah, hat auch geklappt. Die sind aber deutlich schwächer und bringen da eh nichts. Ja, hat trotzdem geklappt. Nee, ich hab das auch mit Bisaflor mal geschafft. Das hast du mit Ura gemacht und du mit dem Pokémon nicht geschenkt bekommen.
Immerhin mal hatte Evoli. In der ganz frühen Anfangszeit. Ja, man hat immerhin einen Lapras und einen Evoli geschenkt bekommen. Oh, das war groß. Also hattest du nur drei Pokémon? Okay. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe meine Schwester mal den Gameboy gegeben und dann hatte ich drei. Aber ich weiß nicht, wo die herkommen. Denn eine Schwester ist ein Pro, was das angeht. Ja, sie hat's voll drauf. Ich habe mich bis zur Pokédex gemacht, weil ich keinen Surfer hatte und kein Pokémon hatte, das Surfer konnte, weil ich nur Glurak hatte. Da kann auch Surfer was. Blumen mit so Sonnenbrille kommt voll geil, er ist auf das Ding. Seine Flamme geht auf, oh, ist tot. Oh, ja, natürlich. Und die Sonnenbrille von dem Typen von Gurren war gern. Alter Mann, die ist geil. Steffen, du bist verwirrt. Nee, bin ich nicht. Ich weiß genau, das ist ein Zombie. Das ist ein Ninger, Ausgang gefunden. So, das haben wir abgehakt. Dann. Und was hat das uns jetzt gebracht? Naja, wir haben gesehen, wie Michael gefressen wurde. Ja. Ah, okay. Und wisst ihr jetzt, wo ihr hin müsst? Müssen wir nach unten oder nach oben? Wir müssen Orden sammeln. Ja, mein Auge juckt. Augen nach unten. Hui. Oben ist eine mega große City. Mega große. Aber endlich ergibt das Sinn, dass man auch auf dem Wasser-Pokémon reiten kann, weil jetzt ist Totok groß genug, um uns zu treffen. Ja, macht voll Sinn. Schlock auch. Der war Shiggy auch. Hängt man sich halt hinten dran. Genauso wie Taubsi, Schwanz. Ne? Taubsi, genau. Losfliegen! Ja, man hält sich einfach an die Füße und dann geht's. Ja, werde vorsichtig, nicht, dass du was umstößt. Das gönn ich mir noch mal. War das nicht die mit dem Geowatz? War es wirklich? Weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall Blub gesagt. Also ja, deswegen. Jupp, jupp. Nicht Jupp, sondern Blub. Kannst du mal auf die Karte gehen? Das kann ich schon machen. Ui. Gehen wir mal bis auf die Städte. Alte Villa. Seeblatt City. Ja. Oh. Hey, guck mal, wenn du jetzt in dein Fläschchen gehst, dann ja, bei anderen Spielen ist es ja nur manchmal so, dass man da auch ein paar Orte sieht. Postbeutensiedlung können wir nicht hin, weil wir hier nicht weiter. Züchte ich da meine eigenen Fische drin. Durch den Durchgang. Wirklich Anton. Hier macht sowieso keinen Sinn, dann ist hier wahrscheinlich immer Fisch dabei. Ja, dann kann ich auf Peken Stockfisch. Ja, ich würde sagen, da oben. Fläche ist vielseitig, ist geil. Und dann... Geniale Idee, ne? Ja, das ist wirklich... nächste Woche muss ich wieder nicht so viel arbeiten, dann können wir Dings schauen, Block. Ja. Das mit dem Feuer. Postbeulen. Ja. Ich würde sagen, erstmal die anderen beiden hier abschauen. Ja. Fängst du dann Fisch und dann... Ja, stimmt dann. Dann hab ich gleich hier mein Goldfisch, den man da mal fangen kann. Goldfisch packt man aber nicht ins Salzwasser. Hab ich auch nicht gesagt. Ich hab einfach nur gesagt, dass ihr die Flasche rein tut. Pack Salzwasser und Süßwasser rein. Scheiße, Mann. Dann hast du... Voll gut konserviert, ey. Wasser. Salzwasser. Na, kommt drauf an, wie viel Salz da drin. Aber eine deutlich geringere Konzentration. Ja, das ist trotzdem Salzwasser. Komm mit ein. Ja, aber manche Fische sind auch in Salzwasser. Boah, Junge, ja, Salzwasserfische. Ja, das war ja was. Ich hab auch Süßwasserfische in meinem Aquarium. Fische nicht pinkeln, das ist voll unheimlich. Ja, das ist voll creepy, ey. Und du hast auch Süßwasserschlummer, ne? Was? Nix, nix. Aha. Weil ich kenne auch... Er ist auch ein heimlicher Verfechter von Gar! Wir sollten mal irgendwie mal wieder was im Garten machen. Ja, genau. Ja, nächsten... Ach ja, nächsten Samstag geht auch, hat mein Vater mir gesagt. Alles geht klar. Also klar, halt alles. Nächste Woche Samstag. Ja. Der Samstag ist ja hier schon bei. Nächste Woche Samstag werden wir zu Bock dem Baumeister. Genau. Ich hab übrigens einen Spaten. Ich werde Bock dem Gartenmeister, Mann. Mach doch. Ich werde Bock dem Baumeister. Ich brauche noch die Peitschen-App, dann kann ich allein feuern. Ja klar. Die hab ich aber, also werde ich euch. Ja, das sieht nach Arena aus. Ist das ein... Nee, das war... Ein... Nee, das ist einer meiner 108 Fähigkeiten. Das war das grüne Ding. Das war hier, C. Die Dinger machen aber auch so. Das sind wir hier doch zeitreisemäßig, weißt du? Und irgendwo hier ist eine Arena. Ja, meine Bescheidenheit ist die Gründung meines perfekten Charakters. Ja, aber die Stimme nicht. Nee. Also nimm ich das den letzten, überlasse ich dir. Gestern stand ich echt am Abgrund, aber heute bin ich schon einen großen Schritt weiter. Ja, schön, schön. Das heißt, er ist jetzt runtergefallen. Irgendwie schon, ja. Oh. Die Arena ist an einem schuld. Und Ikea hat die Pyramide gebaut, ich hab's gesehen. Na, oh Gott, ist ein Cabrador, wir sind alle verdammt. Gott ist ein Capra da. Wow, Misty, wow, oh Mann, was ist wieder für Lamm hier draußen? Oder schon wieder unser Professor? Schau dir ihn, er war früher ein sehr intelligenter Mensch. Okay, er hat eine Zeit was gemacht und seitdem ist er gerade hier. Wenn er hier so ohne Aufsicht rumläuft, kann das gefährlich werden. Such doch bitte nach ihm und bring ihn zurück, dann können wir campen, wenn du willst. Alles klar, er ist hier. Professoren lang. Dürfen nicht einfach nur so durch die Gegend. Na, sieht man ja schon bei Professor Eich. Sein Enkel muss sich um ihn kümmern.
weil er sehr, sehr Aua hat im Kopf. Waren wir nicht schon drin? Ja, aber der Typ ist ja auch. Weißt du, die Höhle, wo ich so viel Scheiße gebaut habe? Ja, ja, das ist nochmal die Tatsache. Nein, aus. Böses Pierre. Böse Pierre. Wie viel hat der Bille ohne mich gemacht? Nur hier dieses Gebiet. Und Tetris und so. Ja, ich hab Tetris gespielt. Oder? Ah, das war episch. Sind wir hier richtig? Ja, sieht gut aus. Bestimmt. Ja, das sieht auch gut aus. Na, wer weiß, wo er lang gegangen ist. Ne? Ja. Oh, ja. Wow. Ist er das? Sino, ein Gott-Pokémon, geil! Das ist ein Arceus, das ist die Arceus, das ist ein Kopfdruck. Nein, die Art, wie es sich bewegt. Dieses hilflose Auf und Ab. Es ist so graziell und göttlich. Carpador ist das Gott-Pokémon, definitiv. Ja, schon recht. Was war das? Ehrlich? Ach du Nein! Mein Carpador! Dieses Ding hat es zermatscht! Das wow, ist wow, wow, Gott. Wow, das nenne ich mein Gott! Pokémon! Mein armer Carpador! Ah, jetzt muss ich ein neues suchen! Hey, du kommst erstmal mit zur Rinderleiterin! Nein, nicht zu ihr! Sie ist böse! Sie mag keine Carpadors, nur Garadosse! Muss ich dich dazu zwingen? Du kriegst mich nie! Wie willst du kommen, dass ich eine Sackgasse? Ich drehe die Zeit zurück, so dass die Meteoriten nicht hinunterfallen, sondern hochfliegen. Wow. Bitte was? Bei dir macht's... Bei der Macht des Carpadors! Oh yeah! Ich habe die Kraft! Was zum... He-Man! Ja, der ist wohl fürs erste Mal gekommen. Ich hole mir jetzt mal den nächsten Orden. Geiler Scheiße, ey. Sie haben es durch. Ich finde diese Edition immer geiler, ey. Das wird meine Lieblingsdings werden. Schon wegen Siegfried, ey. Das ist echt, ey. Pokémon verarscht man auch immer. Jetzt mal Weidernacht von Carpador. Ja. Ich habe das Carpador. Und wir haben einen Meteorit gefunden. Hey, warum fliegen wir da nicht hoch? Ja, ehrlich. Weil er... Weil wir nicht auf Meteoriten geritten sind. Weil wir nicht die Macht haben. Und er glaubt an Carpador, wir nicht. Okay. Das ist der Unterschied. Ihr glaubt alle an Mogelbaum. Nee, ich glaub nur an Lord Helix. Oh, Mogelbaum ist übel, oder? Aber nicht so heftig wie Lord Helix. Ja, stimmt, aber es ist schon so ein heftiger. Achso, alte Villa, hier waren die Musik! Schon. Die ist geil, weil Ho-Ho und so. Ah. Ja, das ist nicht mehr so geil. Nee, ich bin ja auch wieder gegangen. So. Dann zoomen wir uns mal den Weg hier zurück. Ich möchte nochmal so in die Zeit zurück, so damals, wo man zuerst mal den Zinnturm und dann Ho-Ho. Wow. Komm, einmal. Und wie man sich die ganze Zeit verlaufen hat. Ja, Mann, das war so heftig. Okay, ich gehe kurz ins Pokémon-Zentrum, bevor wir laufen. Wie man sich in der Siegelstraße macht. Ich glaube, das ist eine Wasserarena. Oder das Hilfsko, was willst du machen? Ich habe nicht mal die Siegelstraße beim ersten Mal gefunden. Was sagt der hier? Das ist hart. Ja. Ja, genau, die Solartaschenlampe. Der Vogel. Okay, ich musste sie nicht finden. Ich stand halt da. Ey, genau. Dafür konnte ich nicht speichern. Das kann ich anfangen. Ich kam mit meinem Toto nicht mehr an den letzten Gary, also vorletzten Gary vorbei, weil ich halt meinen Toto hatte. Ich wusste nicht, weil ich zu faul war, noch ich wusste nicht mehr Pokémon fängt und dachte, das Spiel wäre gebannt. Ah, ja, nicht schlecht, ey. What the fuck? Okay, da kommt man nicht durch. Du musst mit dem Spacko reden. Auf. Du willst Tipps? Dann versuche nur die Schalter ganz links und rechts zu aktivieren. Ist ja gelogen, es gibt nur zwei Schalter hier. Schalter! Okay. Ach so. Die Camper sind zurück, la 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 la. So. Das fand ich irgendwie witzig. Guck aus wie ein kleiner Knecht. Ja, Tintoxa. Ja, er hat natürlich einen Tintoxa. Interessant. Campt er auch. Deswegen ist eine Frau ein Tintoxa. Oh Gott. 616, wie Senior. Passt doch. Ich bleib mal dran, einfach weil ich es kann und ja. Hätte er ein Wie Senior. Dann ist gefährlich. Das wäre was ganz anderes, ja. Der Hut der Weisheit. Nee, Bene, das ist einfach nur eine Pappverpackung. Taubos. Tauboga. Meine ich auch. Was ist das du hattest es schon Arena. Fast. Das ja, zählt. Auch mag sein. Sein erst Pokémon ist ein Taubos, auch Tauboga. Jetzt können auch Wetten abgegeben werden. Ich wette, Misty setzt ein kaputtes Fahrrad oder so ein. Wie bei Ash oder so. Irgendwas Fehliges. Garados. Oder Habitak. Garados kommt. Dann kommt das Ash-Trauma zurück. Ein Schwarm Habitaks. Kriegt Ash ins Koma für immer. Und wird gerollt. Ja, ja, das ist warum nicht, ne? Tschüss. Sehen wir Zeit. Orbital Laser. Whee. Oh ja. Whee. Oder? Whee. Es gibt so viele Wies. Ah, das war reines Glück. Zavardo. Wer hätte es nicht getan? Wer hätte es nicht getan? Tokiwa Muri des.
Kennst du eigentlich den Anime dazu? Nur no, ist dir schon mal aufgefallen, dass Kleinstein wie ein kleiner Stein klingt. Oh Gott. Nicht schlecht. Er ist ein Genie. Er hat wahrscheinlich sein ganzes Leben lang dafür gebraucht. Noch ein anderer da. Von wegen Wasserarena. Kero Rock, Mann. Wer hat von der Wasserarena gesprochen? Verdammt, ey. Was war mit Misty? Über Eis gegen Stein? Ja, und Misty. Wasser-Pokémon, das passt doch gar nicht. Ach so, okay. Ja, deswegen Wasserarena. Oh, noch ein Gero Rock. Wieso sagt der Kleinstein klingt wie kleiner Stein, wenn er nur Gero Rocks einsetzt? Oh, macht keinen Sinn. Hatte. Weil er nur noch große Steine hatte. So, hier ist aber Kleinstein. Komm schon. Nee, noch ein Gero Rock. Gero Rock. Ich spam weiter auf Overstrahl. Das ist so eine Geowarz. Los, Turtok. Ach ne, erstmal Status checken. Ja, alles ist da. Sicher. Na, Turtok. Warum hat er Schädelwumme? Weil wir es ihm beigebracht haben. Warum Schädelwumme ist doch? Weil er mit dem Scheiße kann. Ja. So viel zu seinen Kleinsteins. Ja. So viele, ey. Fast wie so ein Capra-Dor-Trainer. Oh mein Gott. Was das wohl zu bedeuten hat? Was. Ich hätte es getan, noch dieser Standardspruch. Willst du nicht Weise. Dein Pokémon-Viech wiederbeleben? Will ich gleich oder? Machen, ja. Okay, kommst du einfach noch nicht durch. So. Yeah. War das richtig oder falsch? Du musst ja, ja irgendwie da. Du musst auch den mittleren betätigen. Den hier? Ja. Hatte ich doch schon. Ja, den anderen hast du auch schon mal betätigt. Also. Oh, okay, warum den mittleren? Weil der Typ gesagt hat, wir müssen nur den Rechten betätigen. Ah, ja, macht irgendwie Sinn. Oha, da ist sie jetzt wirklich. Na, was meint ihr? Was wird sie machen? Was hat sie für Pokémon? Gyarados auf jeden Fall, weil das der Prof schon gesagt hat. Okay, nein, halt noch nein, was nein, noch? Sie jetzt Raupi ein und haut ab. Nein, sie hat ein depressives Raupi. Okay. Und dann ab. Also depressives Raupi, Gyarados, der Fahrrad. Tentakel. Oh, Tentakeln. Okay, hier sind noch Tentakel. Ash. Ash ist auch noch drin. Das Sklaven, so wie bei Ersandern im SM-Style. Oh Gott. Werden wir ja gleich gewahr. Okay, jetzt haben wir ein paar Sachen. Und Anton. Kannst du das Ganze mal wieder zumachen, sonst kommen Mücken rein. Mücken. Da haben wir ja ihre 6 Pokémon. Oh. Dann müssen wir rein wieder raus. Ja, rein raus. Ja, rein raus. Das ist bei Misty. Ui. Genau. Was ein großer Palmchen gefunden. Major Palm. Yeah. Ja, was ist davon geflogen? Davon geflogen, wie soll ich bitte gehen? Ich hab's nicht so gut verstanden. Ja, na gut, solange die irgendwo in der Stadt aus dem gewesen Trakt wird vielleicht sein. Können wir jetzt eigentlich kämpfen? Aber natürlich, wenn sie mir dafür durchhält. Ich habe ein extrem zähes Pokémon, das ist überfallen. Was? Okay, was war? Team Rocket. Oh, warte mal, warte mal. Ja, ja, okay. Okay, sie hat einen Metagross. Wow. War Stahl? Psycho. Psycho. What? Okay, kein Fahrrad, schade. Nein. Nein, ne? Schwing, schwing. Boah, ich habe die Schwächen nicht drauf. Donnerschock ist schon besser. Gut. Gut. Bam. Ich glaube, Scheiße. Ja, das ist ein Biss könnte wirken. Nee! Ja, Biss ist neutral. Setz mal Biss ein. Surfer ist aber stärker, aber ist eher Biss. Und tot. Hui! Jo! Na, was kommt jetzt? 700 EP. Mistische Schneepika, aber geil. Ja, wow. Ich wechsle jetzt mal nicht, weil ich einfach... Surfer? Keine Schädelwumme. Warum nicht? Magst du die nicht? Weil das 2 Runden dauert und Pikachu dich bis dahin dann schon gefesselt haben könnte. Achso, ja, weiß nicht, ich hatte die Schädelbombe nie eingesetzt. Dort natürlich 2 Runden. Wow. Oh yeah, das Rote, okay. Du bist ja ziemlich neutral, das kann eh nichts reißen. Ja, ne? Erdbeben. 31 Leute. Moment. Steine vom warum kann Gyarados Erdbeben? Offenbar. Aber hä? Das ist doch Flug. Oh. Wann kann das ein Erdbeben? Das ist das ein Flug und Wasser. Celebi, hattest du das nicht abgemetzelt? Doch, Erdbeben lernt das. Ja. Celebi. Wurde doch abgemetzelt, Celebi. Ja, das ist ein doch Zombie. Immer mal wieder. Das ist Jesus. Ah. Wie so ein kleiner Pupsi. Celebi bewegt sich nicht, er ist ja auch tot. Oh Mann. Ja, so viel dazu. Sie hat's gefahren. Celebi scheint nicht zu leben. Tudok ist verwirrt. Das hört sich vor Verwirrung sehr an. Tudok checkt das irgendwie nicht. Warum muss ich jetzt gegen eine Leiche kämpfen? Tudok verliert gegen eine Leiche. Du Lappen. Soll ich Beleber einsetzen? Nee, geht doch. Ja, für ihn, für Celebi. Komm zurück. Alter, das ist ja mal hammernervig. Okay, das ist ein Urpick. Außerdem, wie kann man bitte eine Leiche töten?
Keine Ahnung. Wir machen. Kann man Zombies töten und so. Das ist ja kein Zombie, bewegt sich ja nicht, weil es tot ist. Ja, toter Zombie. Selfie fällt auseinander. Oh, oh nein, er ist... Das ist echt sehr widerstandsfähig. Wie erbärmlich, ey. Oh, wie wurde es verwest langsam. Ja, wegen der Verwesung. Ja, scheiße. Alter, wie nervig. Dude, what the fuck, ey. Denkst du, er ist der Obermord und macht alle Platten vom Gas. Als nächstes wird Maikes Leiche einsehen. Haben wir es. Maikes Leiche. Schon wieder. Alter, gleich wieder vergiftet, wie nervig. Ich beiß dann gleich einfach. Beiß die Leiche. Boah, nochmal ver... Alter. Boah, ist das penetrant, ne? Alter. Ich hätte nochmal Surfer einfach reinhauen sollen. Ja. Aber es ist jetzt eh das letzte. Aber es verwest langsam. Ja, du verletzt es selber. Bam! Okay, na, noch eine dritte Form. Okay, sieht gut aus. Na, wie kann es noch mal auseinander? Wieso kannst du denn so einfach besiegen? Ja, es war schon tot, von daher. Ja, tot, wie meinst du das? Du hast mit einer Leiche gekämpft. Okay, das ist ja bitte so einiges. Krieg ich jetzt mal einen Ort? Oh ja, stimmt, hier bitte sehr. Den Leichenort. Wie lange kommt deine Reise? Was für ein Scheißort. Warte mal, kriegst du den Leichenwagen? Ja, okay. Ja, den zweiten. Der zweite Orden ist das. Okay, irgendwo muss noch was anderes. Ja, der erste ist dann wahrscheinlich da nach oben. Alles klar, dann gehe ich jetzt ins Pokémon Center und spreche ab und beende die Folge. Oh, du hast fast gegen eine Leiche verloren. Ja, irgendwie schon, Mann. Die hat mir echt voll gefickt. Naja, wenn Turtok verwirrt ist, dass es sich nicht bewegt und der Kopf um den Boden liegt und so. Und es langsam verwest. Das ist alles an der Leiche. Naja, weil bei gibt's Pokémon ja stirbt ja niemand. Also. Nein, gibt's nicht. Gibt's hier einen Supermarkt? Gute Frage. Stimmt. Bestimmt lang. Da. Okay. Nee, rechts. Immer rechts halt. Was hättest du denn gerne? Schutz. Schiss? Ganz viel Schutz. Ich möchte keinen Schutz kaufen. Ich hätte bestimmt einfach für Schutz kaufen. Nee, Super Schutz ist besser. Super oder Top? Super bringt super. Gerne. Ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten. Ist es sogar wirklich. Komm, 20 Stück gehen, das reicht dann erstmal. Ja. Nein? Noch irgendwas? Hast du ein paar Tränke verbraucht? Pokéball. Hast du ein paar Tränke verbraucht und ein paar Tränke? Steffen, ein Pokéball bitte. Nein. Doch. Kannst mich mal, Colin. Du bist so ein Arschloch. Alles klar, dann beende ich hier die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Miau. Wow, ciao.